Ladies and gentlemen, welcome to the show. Welcome to Radio KBB. Sendung von und mit Kurt and his Bluesbreakers. Ein bisschen Spaß muss sein, lautet Kurts Credo. Nicht nur Kreuzberger Nächte sind lang, wenn er mitfeiert. Wobei er natürlich keine 7 Fässer Wein benötigt. Wir sind stolz, den sonst sehr scheuen Star für euch ans Mikro bekommen zu haben und beginnen gleich mit der ersten Frage. Hallo Kurt, als dein größter Fan meine erste Frage. Darf ich dich Kurti nennen? Ja klar, also du darfst es. Andere dürfen mich natürlich nicht so benötigen, das ist klar, ne? Vielen Dank, das ehrt mich sehr. Du hast dich geweigert, uns persönlich zu treffen. Hast du immer solche Star-Allüren? Nee, so darf man das nicht sehen. Das sind keine Star-Allüren. Ich kann mich nur nicht mit jedem treffen, der mich treffen will. Ich würde mich ja am Tag dann mit 1000 Leuten treffen müssen. Das muss man verstehen. Du machst ein ziemliches Geheimnis um dein Alter. Hand aufs Herz, wie alt bist du wirklich? Aber das ist doch alles relativ, weil ich mach da normal kein Geheimnis drauf, aber... Was? Oder ich laufe im Hintergrund. Oh, das war ein starker Song von mir. Ey, gut, ne? Zurück zum Alter. Guck mal, andere Kollegen von mir, zum Beispiel Keith Richards oder Chuck Berry, die sind alle älter als ich. Ja? Andererseits gibt es aber auch wieder welche, die jünger als ich sind. Zum Beispiel ist der... warte mal, mir fällt jetzt gar keiner ein. Boah. Fällt mir echt keiner ein. Heino ist auch älter als ich. Aber was? Timberlake ist jünger als ich. Okay? So, und jetzt kannst du ausrechnen ungefähr, wie alt ich bin. Früher haben wir immer gesagt, trau keinen über 30. Jo, das war früher, gell? Jo, jetzt, dann haben wir gesagt, Achtung, Grufti, fertig, aus, das war mir nichts mehr, es geht ja auch gar nicht ums Alter. Und was macht die Liebe? Gibt es ein Brötchen, Törtchen oder anderes in deinem Leben? Oh, das ist eine heikle Frage und, naja, auch ein bisschen intim. Also grundsätzlich liebe ich alle Frauen, ja, und es ist mir auch egal, ob sie blond sind, rot oder schwarz. Liebst du einfach alle. Aber dann habe ich ja noch die heimliche Liebe. Und das ist der Blues. Und dann weiß ich genau, dass der Rock'n'Roll mich auch liebt. Jedenfalls ein bisschen. Ansonsten rede ich nicht viel über Liebe. Ich mache Liebe. Ganz einfach. I'm a love man, yeah. You know what I mean? Okay. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch alle Mädels da draußen an den Lautsprechern grüßen. Hi Mädels, ich bin's, euer Kurdi. Wie gehen denn deine asiatischen Fans damit um? Ja, Asien ist sozusagen im Kottfieber. Ich weiß zwar nicht, woher das kommt und warum, aber die verehren mich da ziemlich. Also, muss ich schon sagen, Hut ab von den Asiaten. Die wissen, was gut ist. Neulich habe ich bei Facebook einen Buddha gesehen und dem sein Gesicht, das war mir aus dem Gesicht geschnitten, also... Die werden mich doch nie als Bruder dort verehren, ich weiß es nicht, aber kann ich mir gar nicht vorstellen. Grundsätzlich sind Asiaten ja freundliche Menschen. Ich kenne ja hier auch einige Asiaten, Köche und Kellner und so Zeug. Die werden aber jedenfalls immer ganz gelb und petzen die Augen zusammen, wenn sie mich sehen. Also ich weiß nicht, ob ich da hin soll, keine Ahnung. Ich will nicht mehr. Aha, und wie geht deine Frau damit um? Ja, ich habe das Glück, dass sie selber auch nicht richtig tickt und deswegen mich toleriert. Also da... überhaupt kein Problem. Sie hat auch dieselbe Gabe, mich zu inspirieren, wenn sie dann zu mir aufschaut und sagt, Kurdi, go, wachse ich über mich hinaus. Ja? Das spannt mich unheimlich an. Dann sagst du auch noch, you got it, yeah,
Und dann werde ich zum Tier. Dann greife ich die Gitarre und hau inbrünstig so gut ich kann in die Saiten hinein, dass die Fetzen fliegen, und singe ihr zärtlich was vor. Kann ich mal ein Beispiel führen? Warte mal, ich nehme die Gitarre. Ja. Jetzt habe ich die Gitarre da. Und dann singe ich so ungefähr. Und so weiter. Jedenfalls ist es dann nicht mehr ganz ergriffen. Was uns alle sicher brennend interessiert: Wie siehst du aus, wenn dich jemand mitten in der Nacht weckt? Ja, gut, dass du das ansprichst. Ich habe mal nachts mir das Vergnügen gemacht, ganz schnell aus dem Bett rauszuhüpfen und in den Spiegel zu rennen und mich anzugucken. Und ah Gott, also den Typ im Spiegel, den habe ich nicht erkannt. Ja, mehr sage ich jetzt. Okay, war es denn das erste Mal, dass du deswegen ein Bettgestell kaputt gemacht hast? Nee, deswegen sind die Bettgestelle noch nie kaputt gegangen. Weißt du, was ich meine? Hast du denn eine heimliche Leidenschaft? Bist du zum Beispiel Fan von Florian Silbereisen und seiner Volksmusik? Also meine heimliche Leidenschaft ist die... Oder sind die Lokomotivpfeifen aus den Rockies. Ja, da bin ich dran, das zu üben. Und wenn ich das kann, dann kann ich das. Ja. Ich kann es ja mal kurz mal vorspielen oder vorpfeifen, wie die Lokomotivpfeife da pfeift. Wie ich das jetzt, soweit ich das jetzt habe. Ich bin halt noch dran am Arbeiten. Moment mal. Schon Mundharmonika, ne? Auf der Harp mache ich das. So. Das war schon fast, ne? Aber ich warte mal nochmal. So bin ich dran. Und dann, wenn ich das kann, dann spiele ich da einen Song mit. Der Florian Silbereisen ist mir lieb und recht, aber wenn ich ehrlich bin, ich kann mit seiner Musik nicht viel anfangen. Was ich noch gern so heimlich, oder was heißt heimlich, ich mache es ja öffentlich, ich schäme mich ja nicht dafür, mache das ganz ehrlich, Alpenblasen. Ja? Da bläst du das große Rohr und schallt dann da hinten raus. So. Was heißt da hinten? Da oben schallt es raus und das hörst du ganz weit. Wenn du in Bergen bist zum Beispiel, da hört sich das schön an. Wenn es dann noch ein Echo gibt, dann schallt es zurück. Und es ist schon wirklich so richtig Natur, ne? Schall, Rauch. Irgendwie habe ich da was in Erinnerung, dass wir da auch Heu reingesteckt haben da unten. Aber na gut, das ist eine andere Sache. Jetzt muss ich aber auch mal dumm fragen, was macht eigentlich der Florian, wie heißt der? Florian Silbereisen, was macht der eigentlich für eine Musik? Und jetzt fällt mir auch wieder ein, dass wir da gar kein Heu reingesteckt haben. Das war Gras. Gras haben wir da reingesteckt und angezündet. Und dabei muss ich auch meine Aussage von vorhin revidieren. Das ist natürlich Quatsch, dass ich gesagt habe, bläst oben raus oder brummt oben raus. Nein, das brummt unten vorne raus. Ne? Ich stelle es euch ja gerne mal vorführen, aber ich habe keinen Anfang hier rumstehen. Das ist in der Flöten. Und dann bin ich noch ein ganz großer Fan von unserem Hans Albers. Der Hans Albers war für mich der Größte. Ich kann noch mal kurz was von Hans Albers anspielen, damit ihr wisst, wen ich da meine überhaupt. Warte mal. Oh, Moment, ich hole die Gitarre. Entschuldigung. Goodbye, Johnny. Goodbye, Johnny. War so ein guter Freund. Goodbye, Johnny. Goodbye, Johnny. Das ist mir nicht so schwer. Eines Tages, Johnny. Eines Tages, Johnny.
Maxim Himmelsahl, Maxim Himmelsahl. Warte mal, Text war jetzt falsch. Eines Tages, Sonny, eines Tages, Sonny. Maxim Himmelsahl, Max mag geil sein, sind wir mit der Verein. Goodbye, Johnny, was gut, Johnny. Johnny, Johnny, Johnny. Und wie gehen deine osteuropäischen Fans damit um? Ja, die osteuropäischen Fans, die müssen wir, die sind halt wie eine ganz spezielle Spezies, muss ich mal so sagen. Jetzt die Russen, die haben mich zum Punker des Jahres gewählt. Und keine Ahnung, ich klar, die sind ja nicht mit den Blues groß geworden oder Rock'n'Roll. Kennedy, die kennen die Tigermarsch oder Kasachok oder irgend so ein Scheiß da. Nee, das ist, umso weiter du da reinkommst, umso schlimmer wird das Ganze. Aber es sind Fans, nix gegen Fans, okay, ich mache drüber. Aber sie laden mich ganz schwarz runter. Sie laden mich schwarz runter. Das ist, kann ich nicht dulden. Außerdem bin ich bei denen schwarz gehandelt. Nein, lade dich. Ja, soll ich dazu sagen? Und am schlimmsten sind die Litauer. Die Schungel zu meinen Liedern. Das nervt. Die fangen einfach Schungel. Kannst du mit zwei Justin Bieber Songs nennen? Nö. Naja, mehr kenne ich davon auch nicht. Wie entstehen denn eigentlich deine Musikstücke? Also, sobald ich ein Thema habe, was mir im Kopf rumschwirrt, dann versuche ich es umzusetzen und überlege mir, was ich daraus mache. Und ich will ja auch mit den Texten dann was aussagen, beziehungsweise was aussingen und will was rüberbringen. Ja? Es muss ja eine Aussage dahinter stecken. Ne? Oder ein Ausgesang. Und da kommt natürlich dann auch immer noch die Melodie dazu, ne? Und die summe ich dann halt dazu. Von der Blues aus ist klar. So. Und wenn ich das dann soweit fertig habe, lerne ich den Text auswendig. Ne? Und wenn ich das auch kann, dann rufe ich meine Band zusammen. Blues-Breakers. Und dann üben wir das Stück halt ein. Ne? Und ja, im Studio habe ich ja alles da. Ich habe das Klavier da stehen, warte mal. Mit zwei Hände zum Klavier spielen und Zigarette ist vorweg nicht. So. So, und da hinten im Eck habe ich das Schlagzeug stehen. Moment, ich gehe mal hin. Ja, das macht die Drummerin besser. So, früher. Die Zeiten sind aber vorbei, Gott sei Dank, da war das, Mensch, habe ich schon Popcorn an der Schiene gehabt. Naja. So, und dann habe ich da noch die Harp, ganz klar, die habe ich immer in der Hosentasche. Kommen die Pfeifen wieder raus, gell? So. So, und da drüben steht natürlich die Gitarre griffbereit. Ne? Warte schon so. So. Und die aufmerksamen Zuhörer, die haben es bestimmt gemerkt, es fehlt noch die E-Gitarre. Ja, die E-Gitarre, die habe ich nicht hier im Studio rumstehen, weil
die hat mein Lead-Gitarrist immer dabei, der bringt sie wieder mit und nimmt sie auch immer wieder mit, das ist der Lynn Colley, der neue Stern am Blueshimmel, gilt als hoffnungsvolles Nachwuchstalent oder so, kann man sagen. Ja. So, und da hinten im Eck, da habe ich noch die Orgel rumstehen. Na, warte mal, ich demonstriere sie mal. Das hört sich natürlich wunderbar an, wenn ich dazu auch ein bisschen sing. Warte mal. Stücken beziehungsweise manchmal habe ich auch noch dann Gastmusiker dabei, Stehgeiger, der ist aber dann mehr so für die Tango-Sachen und Schulbilder zuständig, wenn überhaupt. Also ich persönlich kann der Stehgeiger nicht ausstehen, also nee. Bist du eigentlich schon mal von der Bühne gefallen? Ja, das war in Pompeji, als mich der Stehgeiger erschreckt hat. Ich bin gerade im Moonwalker gelaufen, wollte den Ausfallschritt nach rechts machen und da stand er hinter mir plötzlich. Boah, Batsch, da hat es mich unhexholt. Na gut, Pompeianer war dabei. Na ja, gut. Egal. Jetzt mal eine kleine private Frage, so ganz unter uns. Sehe ich in diesem Shirt dick aus? Wenn du nicht dick bist, kannst du doch gar nicht dick aussehen. Also außerdem gibt es ja überhaupt keine dicke Frage. Es gibt Balküren. Außerdem kannst du ansehen, was du willst. Es ist immer gut aus. Egal, hier steht alles. Okay, many thanks for this interview and all the best for the future. Vielen, vielen Dank, lieber Kurt. Und wir hoffen, dich bald wieder zu hören. Und tschüss, danke fürs Zuhören.